möchte mal eins sagen. Ich höre immer wieder und ich verstehe es auch. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. In mir sind da verschiedene Gefühle dann, wenn ich das höre. Einteils verstehe ich es. Und einteils denke ich im Stillen, es ist gut so, dass du es getan hattest, damit du nicht verdorben wirst. Wie kannst du denn überhaupt an ein Messopfer glauben, wenn du siehst, dass der Priester am Altar einfach die Messe herunterliest? Was ist, wenn der Priester nicht glaubt, was er sagt? Es ist ja nicht der Priester, der das Messopfer vollführt, ich meine, verwandelt, sondern es ist der Heilige Geist, der durch den Priester verwandelt, sofern der Priester offen ist, das heißt, gläubig, was er das tut. Wenn er glaubt, dass nach der Verwandlung nicht mehr eine Oblate ist, sondern der Leib Christi. Wenn Menschen sagen, das ist doch unmöglich, verstehe ich schon, wenn sie denken, der Priester mache das. Nein, Gott, der Heilige Geist, als Christus, der Heiland, am Abendmahl es getan hat, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Tut dies, so oft ihr es wieder tut, zur steten Erneuerung. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Natürlich soll der Geistliche von Gott berufen sein. Das heißt, man hat der Heiland hat die Apostel angehaucht und gesagt, empfange den Heiligen Geist. Er übergab ihnen die Macht, dass sie dies und dies im Namen Gottes tun und in der Kraft Gottes. Gott durch den Priester. Deshalb hat die Kirche immer, auch die Orthodoxen und mehrere andere noch, immer auf das geachtet, dass die Sukzessionsliste da ist. Dass der Bischof kann sagen, schaut, meine Abfolge geht zurück bis auf die Apostel. Es hat Ausnahmen gegeben, nehmen wir mal den Apostel Paulus. Der fing schon an zu predigen, nicht Messe feiern. Er hat gepredigt, aber kam da nicht jemand, der Ananias hat ihm die Hände aufgelegt, Übergebung der Kraft zum Priestertum. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, der sucht sich nicht eine andere Kirche, wenn möglich eine von Gott erwählte. Wenn er einfach dann ohne Kirche ist, dann ist er ohne die Sakramente, die Hilfen, die Gott gibt uns. Er weiß doch und er wusste doch, wie schwach wir Menschen sind, dass wir Kraft brauchen. Dann sucht irgendwo, wo noch ein gültig geweihter Priester oder Bischof ist. Wenn ein Priester allein ist, ohne Bischof, dann ist er ein abgestorbener Ast. Weil der Priester kann wohl, er bekommt die Gnade, das haben die Apostel gemacht, dass sie das Wichtigste tun können, Messopfer, Beichten, Firmen, Bischof normal. Und er kann keine neuen Priester weihen, also die Kirche wird aussterben.
dann sucht euch jemand. Sagt natürlich der Priester, ist er. Sucht euch jemand, der das euch kann geben, wo ihr die Kraft kommt. Und was noch auf uns zukommt, das braucht ihr dann erst recht Kraft. Es sei dann, dass doch noch zuerst der Heilige Geist kommt. Und den müssen wir heute erbeten, wie die Juden den Messias erbeten haben.